Schön, dass ihr wieder einschaltet. Und zwar habe ich mal eben bei Facebook, ich bin ja auch in einigen Anglerseiten drinne, und da habe ich gerade im Bild gesehen, dass da also irgendwie jemand einen ziemlich großen Karpfen gefangen hat und hat da Backpapier auf die Wiese gelegt und hat ihn da, ja, vergammeln lassen, damit er Maden kriegt. Krieg ich so einen Hals. Das hätte er ja wohl auch. Ich meine, gut, das stinkt wie Hölle. Die Idee ist zwar nicht schlecht, aber mal ehrlich, sowas gehört sich nicht. Wir wissen alle, dass Grundeln momentan echt zur Plage werden. Zumindest war es letztes Jahr noch so. Und selbst wenn es eine Plage ist, würde ich diese Tiere wieder schonend zurücksetzen. Auch kleine Weißfische, wie auch immer. Denn sowas gehört sich überhaupt nicht. Jeder von uns kann einen Carport machen, Waren kosten auch nicht viel im Laden. Und also sowas, ganz ehrlich, würde ich jemanden erwischen, der die Fische da einfach so an Land vor sich hin krepieren lässt. Ich sage es jetzt mal ganz krass, so wie es ist. Den würde ich die Angellizenz ganz einfach entziehen. Weil sowas gehört sich nicht. Das finde ich persönlich voll die Tierquälerei. Sie achten sonst auch immer auf alles, so Halterung und hier und da, dass man die Tiere ordentlich und schonend zurücksetzt. Aber ja, die Leute werden wohl absolut nicht am Arsch gekriegt. Und wie gesagt, sollte ich so jemanden erwischen, der also angelt und seine Fische da am Land krepieren lässt, den würde ich eiskalt melden. Das ist so. Weil ich sag, das ist ein Lebewesen. Und wenn ich keine Lust auf dieses Tier habe, dann setze ich ihn halt schon dann zurück. Ob das eine Grundel ist, die voll zur Plage geworden ist oder was weiß ich, für einen Fisch da, Weißfisch oder wie auch immer, ich würde ihn auf jeden Fall schon dann zurücksetzen. Ich finde sowas, ja, einfach nur eine Riesensauerei. Schreibt mal unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und zwar habe ich das gesehen, Moment, ich habe schon wieder die verkehrte Maus. Das ist in der Seite Angeln von Aal bis Zander. Und da ist dieses Bild halt drinne. Und es sieht recht eklig aus. Darunter kommt irgendwie noch so ein Bild. Ich werde das jetzt hier nicht mit im Video reinmachen. Da hat also auch jemand irgendwie den großen Brassen oder was gefangen oder was das sein soll. Und hat den auch einfach an Land krepieren lassen. Ja, ganz ehrlich, finde ich eine Sauerei. Leute, warum macht ihr sowas? Wenn ihr die Fische nicht haben wollt, dann setzt sie doch schonend zurück. Ja gut, wenn er jetzt einen Haken wirklich bis, was weiß ich, geschluckt hat, dann nehmt ihn halt mit und macht ihn euch zu Hause fertig. Gut, wenn er zu klein ist, sagt das Gesetz schon, dass man ihn, ja, töten muss. Also, ne, und nicht einfach mit Haken zurücksetzt, es sei denn, ja, der Aal, der ist ja Überlebenskämpfer, sag ich mal. Ich glaube, die Haken sind auch schon so gebaut, glaub ich mal, oder? Es gibt auf jeden Fall Haken, die sich irgendwann auflösen. Aber lass die Fische nicht einfach auf dem Land ihren Schicksal da. Das finde ich riesenscheiße. Wie gesagt, schreibt das mal unten in den Kommentaren rein, da können wir uns auch mal ein bisschen drüber unterhalten. Und ja. Ich finde sowas, ich bin sprachlos, ganz ehrlich. Ich predige immer, haltet euren Angelplatz sauber, weil es ist echt, das gehört dazu. Aber dass jetzt Fische auch schon am Land einfach so, okay, ich angel, ich will den nicht haben und die lassen ihn da elendlich krepieren. Da sollte mal mehr kontrolliert werden, bin ich der Meinung. Weil sowas geht gar nicht. Vielleicht haben wir auch schon einige dazu gebracht, dass sie wirklich den Angelplatz sauber halten oder Müll von anderen Anglern sehen, dass sie den mitnehmen. Ich tue es auch. Mein Angelkollege tut es auch. Anglerleben. Der geht sogar, wenn es regnet, los und sammelt da an Vereinsgewässer Müll ein. Da hat er auch kein Problem mit, aber er hat auch schon einen Karpfen gefunden an seinem Vereinsgewässer, der einfach nur so liegen geblieben ist, den die gar nicht mitgenommen haben. Und der hat also auch gestunken wie Sau. Und ich finde sowas einfach nur eine Sauerei.
Wie gesagt, sollte ich jemanden erwischen, den würde ich gnadenlos melden. Das ist so. Ich würde da Beweisbilder machen und dann würde ich ihn melden, weil sowas geht gar nicht. Vor allen Dingen geht das auf den Ruf der anderen Angler rüber und die schädigen unseren Ruf und das muss nicht sein. So, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, schreibt das unten in den Kommentaren, ob ihr auch schon mal sowas haltet oder wie ihr darüber denkt. Würde mich brennend interessieren. Und schaut doch auch mal bei Anglerleben vorbei, bei Angeltube, bei Angelprofis NRW, bei J&F Angeln und bei Toscal Fishing. Und ich habe noch mehr unten, noch mehr Angel-Links, wo ihr auch unbedingt mal rauf gucken solltet, die sehr interessant sind. Es kommt jetzt wieder ein neuer Kanal dazu, ich muss mal eben gerade gucken, wie der heißt. Da muss man sich alles aufschreiben, weil das ja schon so viele sind. Der heißt Fishing Boy HD. Den werde ich also in diesem Video auch verlinken. Schaut da mal drauf. Ich habe mir die Videos schon angeguckt. Die sind einfach super klasse. Ja, und wenn euch das Video gefällt, wie immer, ich wiederhole es nochmal. Abonnieren kostet kein Geld. Also ihr könnt ruhig abonnieren. Vielen, vielen, vielen Dank an 125 Abonnenten. Ihr kriegt zwei Daumen hoch. Ihr seid einfach spitze. Macht weiter so. Oh, und dann, ja, Standard, ne? Abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Und für alle, die am Wasser sind, ich wünsche euch allen Petri Heil und dass ihr ganz, ganz viele dicke Fische fangt. Bis dann, ciao.